Herzlich willkommen zu Minecraft Nova. Ach was, Leute. Okay, falls die Begrüßung kacke war. Warum join ich genau dann auf den Server, wenn Blutmond ist? Ich hasse es. Also, wenn die Begrüßung jetzt irgendwie ein bisschen chaotisch war, dann sorry, weil, ja, der Anfangslag einfach immer, wenn man auf den Server joint. So, und, ja. Es ist einfach mal wieder Blutmond. Ich weiß nicht, was das immer soll. Auf jeden Fall fand ich es cool, das Kommentar mit, ich könnte ausrasten bei sowas. Okay, ich könnte mich ja wohin TP'en. Oh nein, wo ist meine... Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, ist okay. Ich kann mich nirgends wohin TP'en, weil alles wahrscheinlich im ME-System drin ist. Und da ist ein Skelett. Ach komm. Ey, nee. Ich fasse es ja nicht. Ich gehe jetzt hier hoch auf den Baum. Da bin ich sicher. Und, ja, gut. So, warum... Warum ist hier... Eine Mining Turtle? Hä? Was hat die jetzt zu suchen? Ja, ich glaube, dann mache ich lieber jetzt hier einen Cut und warte, bis der Blutmond vorbei ist, weil es macht so alles eigentlich gar keinen Sinn. Bis gleich, Leute. Das macht überhaupt keinen Sinn. So Leute, ich versuche es nochmal auf den Server zu joinen und zu hoffen, dass da kein Blood Moon mehr ist. Wäre auf jeden Fall mega geil. Okay, gut, alles ist safe. Juhu! Alles safe. Gut, das ist gut. So Leute, jetzt erstmal hingehen und gucken, wo diese Teleporter-Karte ist. Damit ich mich wieder teleportieren kann, weil das habe ich... Irgendwie, glaube ich, verlegt. Ich glaube, ich habe es einfach ins ME-System gepackt und habe es einfach nicht gerafft. So, genau das hier brauche ich. Und das haben wir auch hier. Sehr schön. Da porten wir uns nämlich direkt erstmal zum zur Quarry. Und da hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, hey, Basti, ich porte mich einfach zu mir selbst. Fail! So, okay. Lag. Okay, so, zack. Farmbereich und dann gehen wir direkt einfach zur Quarry, weil ihr eben, wie gesagt, schon... Ach, das ist eine neue Quarry, okay. Ich habe die, glaube ich, da hinten gebaut. Stimmt, dort hinten ist meine Quarry. Hä, bin ich da hinten gestorben? Da steht Death. Aber ich habe da die Quarry aufgesetzt, genau diese hier. Und da hat mir jemand geschrieben, dass sich hier ein Cobblestone Generator gebildet hat und dass das eben so nicht geht. Hier unten. Und da hat er recht. Da hat er vollkommen recht. Leute, Alter! Oh Mann, das ist so ärgerlich. Das glaubt ihr mir gerade gar nicht. Dass das jetzt... Oh, warte, wie regeln wir das am besten? Ich höre einen Zombie und einen Creeper, okay. Passt auf, ich brauche Steine. Und dann schließen wir diese Lavaquelle da irgendwie. Ich muss mir da nämlich was überlegen. Am besten mache ich da... Ja, die Lava muss weg. Eindeutig, warte mal. Wir machen jetzt erstmal... Pass auf, erstmal machen wir Scheiß auf das Glas. So, das so. Und ich brauche ihn noch irgendwie so. Alter! Und dann gucken wir, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Alter, ich verklick mich einfach immer und komme in dieses Inventar hier. So. Okay, Leute, Achtung. Wir müssen den Lava-Spot hier wegmachen. So. Okay. Au. Na, was machst du denn? Liebe Quarry. Oh Mist, Mann. Das gibt hier eine heikle Aufgabe. Es muss... Ah! Ich brenne! Nein. So, das da muss alles hier weg eigentlich. So, wie ich das verstanden... Ey, wenn ich jetzt sterbe, raste ich aus. Schnell, warte mal. Alter, okay, ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört zu brennen. Okay, alles gut. Basti hat alles unter Kontrolle. Sehr schön. So. Wir sind ja schon mal an Lava verreckt, ne? Nein, du machst das falsch.
Oh nö, ne? Liebe Query, hör einfach verdammt nochmal auf. Lava, ja, ihr wisst schon, was zu machen. Das ist nämlich das Problem. Es hat sich hier ein Koppel. Okay. Es geht anscheinend hier durch. So. Ey, das ist doch wohl der Hammer. Ich frag mich, ich glaube, ich sollte mir einen Eimer holen. Warte, wir gehen zu mir nach Hause, holen einen Eimer und machen das mit Wasser. Wir machen das einfach mit Wasser, alles weg. So, Teleport nach Hause und wir essen was. Dass sich da ein Koppelgenerator gebildet hat, das habe ich gar nicht gerafft. Das hat mir ja jemand hier in die Kommentare geschrieben. Mega fetten Dank dafür auf jeden Fall. Eimer, habe ich gerade einen Eimer irgendwo? Ne, ich habe hier genug Stuff. 1, 2, 3, so, zack. Und dann machen wir einfach fix einen Eimer. Komm schon. 1, 2, 3, zack. Okay, ist ein Eimer reicht, ein Eimer reicht, so. Und dann hat noch jemand geschrieben, yo, Basti, du musst da keine Röhre abbauen, ne, beim Harvester. Das geht auch alles ohne, also, ich kann anscheinend auch, ich kann anscheinend auch so ein Redstone-Signal machen, also ein Schalter. So, jetzt wieder zurück zur Arena. Boah, ey, dass die Query solche Probleme macht. Ich habe mich schon gewundert, warum dann nichts, warum das so viel Koppel ist. Weil das letzte Mal, es war einfach wieder mega verwirrend. So, ich muss in diese Richtung hier. Mann. Aber gut, was soll's so. Hui. Da ist unsere Query und jetzt lösen wir dieses verdammte Problem. Es wirft uns zwar in unserer Planung zurück, aber gut, ist halt eben so. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Zack. So. Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. So gefällt mir das Ganze. So ist das gut. Es ist dann nämlich keine Lava mehr. Aber das Wasser fließt auch nicht ab. Oder doch? Oder doch nicht. Was ist jetzt? Ah, okay, die Query baut ab. Das ist das Wichtigste. Ist darunter irgendwo noch Lava hier an der Seite? Ja, aber es wird dann zu Obsidian. Gut, okay. Problem rein theoretisch gelöst. Alter Schwede, ey. Das hat mich jetzt so ein bisschen einfach schockiert. So, wir machen jetzt einfach... so, wir werfen das alles hier weg. Zack, so entfernt man den ganzen Cobblestone, Leute. Merkt euch das und jetzt bloß nicht da reinlaufen. Zack. Oh, was ist das? Ein Stone? Woher habe ich eine Stone? Nein, ich habe den Koppel aufgesammelt. Alles klar, so. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist okay, so. Okay, nice. So macht man das, Leute. Merkt euch das. Das muss ich mir echt merken. Ist echt ein guter Trick, dieses Zack. Und dann, hat man alles. Okay, gut. Wo höre ich denn dieses verdammte Skelett? Das gefällt mir nicht. So, und hier ist noch ganz viel. Oh, nicht einsammeln, bitte nicht. So, jetzt gucken wir durch. Was brauchen wir hiervon? Nee, das brauche ich eigentlich gar nicht erstmal. Den Kopper nehmen wir mit. Tin nehmen wir auf jeden Fall mit. So, da habe ich schon alles rausgeholt, alles wichtige. Magnesium. Wofür? Na, ich brauche das eigentlich alles gar nicht hier. Boron. Hier, was gibt's da so einzeln, ne? Ich weiß jetzt nicht, kommt da jetzt noch mehr raus? Oder spackt die Query ein bisschen rum? Die arbeitet noch, oder? Na gut, das ist wichtig. Dann sollt ihr jetzt einfach weitermachen, weil, ja, ich wollte die eigentlich effektiv nutzen zum Diamanten abbauen, aber das ist mir jetzt wohl oder übel nicht gelungen. So, wo ist denn mein Name? Hier, zack, Basti zock, zack, Set und so. Okay, ja, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Hausbau dann anfangen, ne? Also, dass ich dann gucke, dass ich jetzt auch hier andere Saplings benutze, weil das ist ja eigentlich, ach, warum habe ich jetzt doch so viel Koppel eingesammelt? Naja, egal, okay, packen wir hier jetzt das alles mal rein wieder, dass es schön gemahlen werden kann. So, und dann gucken wir, dass wir vielleicht einfach, passt mal auf Leute, hingehen und diesen Baum da einfach mal fällen, damit wir hier Logs, Saplinge bekommen für den Planter. Dann nehme ich mal nämlich alle anderen Saplinge raus
Und dann haben wir auch gar kein Problem mehr mit diesem ganzen Rubber. Rubber haben wir ja unendlich, Leute. Rubber haben wir wirklich unendlich. Und ja, dann müssen wir das nämlich jetzt nicht mehr übertreiben mit dieser extra Kiste, wo das ganze Rubber reinkommt. So, ich habe das und das. Das Nebenprodukt wird vielleicht ein Apfel sein. Dann können wir die Äpfel hier auch lagern. Warte mal, dann machen wir das nämlich einfach mal so, dass ich den Apfel hier reinpacke zusätzlich. Und jetzt machen wir erstmal Planter. Alles hier raus. So. Okay, hat nicht ganz funktioniert, aber machen wir es so. Werfen wir mal das Koppel weg. So, und holen uns das hier jetzt alles rein. So. Und dann ist gut. Ja, bin mal gespannt. Warte mal, machen wir mal das weg. Setzt er dann einen normalen hin. Also so einen normalen Sapling. Interessiert mich jetzt mal. Ist da nichts anderes drin? Hat er einen? Ja, er hat einen gesetzt. Okay, gut. Dann wird jetzt nach und nach aus dieser... Nee, wird's eben nicht. Ich muss das alles hier... Muss alles weg, Leute. So. Weil... Das sollen ja jetzt nur noch normale Bäume wachsen. So. Achtung. Gut, passt. Da ist jetzt nichts mehr drin. So, dann gucken wir, dass das jetzt alles hier funktioniert. So, zack. Oh, warte. Alles weg. So, tschüss. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und, oh, da haben wir noch einen. Den habe ich aus Versehen abgebaut wahrscheinlich. Habe ich irgendwo noch Knochen? So, jetzt müssen wir warten, nämlich bis diese Bäume wachsen. Dann können wir, wenn das hier alles verbrannt ist, das wird ja alles zu Charcoal. Das kommt ja dann alles wieder hier rein und so weiter und so fort. Ja, können wir das alles machen. So, ich fäll mal den Baum hier auch noch mit. Mann. Weil dann kann ich dieses Holz hier auch verwenden, ne, um Böden zu machen und so weiter und so fort. Dann habe ich vom Holz her mehr Möglichkeiten. So, warum hat es jetzt so lange zum Abbauen gebraucht? Seltsam. So. So, genau. Und so. So, dann packen wir das nämlich alles hier. Warte mal, es muss dann auch, warte, muss da unten rein. So, und in diesen Servo hier, das da raus machen und das hier rein machen. So, genau. Dann kann ich die hier auch in den Planter machen. So, und dann geht's jetzt weiter, Leute. Genau. Ich hoffe, dass, oh, die sind instant gesetzt worden. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo Bone Meal habe, damit er schon mal anfangen kann mit Abbauen und so. Und dann geht es alles ein Ticken schneller. So, okay, gut. Haben wir, okay, Birken könnten wir rein theoretisch auch noch mit dazu nehmen. Ich meine, gut, nee, müssen wir nicht zwingend. Und ich muss noch, oh, warte, für den Furnace eine Erweiterung machen. Und zwar hier. Muss noch dieses normale Holz rein. So, dann geht's jetzt nämlich damit weiter, okay. Gut, passt alles. Ich habe alles im Griff, Leute. So, mega den Durchblick gerade, was ich machen möchte. Ne, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Gucken, ob ich Bone Meal habe. Das war's, was ich machen wollte. Habe ich denn noch irgendwo Bone Meal? Irgendwie nicht so wirklich. Aber diese Setzlinge hier. Nee, da haben wir gesagt, wir lassen's. Ne? Da haben wir gesagt, wir lassen das. Hoffen wir jetzt einfach, dass der Baum schnell wächst. Okay. Ja. Das wäre jetzt ungut, wenn ich das... Diese Kuppel. Ich möchte mit Marble auf jeden Fall arbeiten. Was kann man denn aus Marble alles machen? Use. Den kann man ändern. Kann man da... Man kann hier Marble Pillar. Genau. Solche Pillars könnten wir machen. Wir könnten das Ganze auch chiseln. So. Ich mache die Pillars und chisel diese Bricks hier dazu. Das wäre, glaube ich, nice. So, gönnen wir uns das jetzt einfach mal, den Marble. Dann kann ich nämlich hinten schon mal anfangen. Ich möchte ja, wie gesagt, da hinten so eine Art Kuppel haben. So, oh, da haben wir auch noch genug Marble. So, machen wir mal hier Marble. Hä? Ach, das ist der falsche Marble. Okay. Alles klar, dann machen wir diesen Marble hier und machen da 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es ergibt eigentlich fast ein Stack. Okay, reicht auch erstmal. So, ich habe ja gesagt, hier möchte ich so eine Art Kuppel haben.
Was heißt Kuppel? Ich möchte einfach so einen extra Raum, wo man sehen kann, dass die Baumform sozusagen einfach eingeschlossen ist. So, und da gehen wir hin und machen das am besten, ne? Bis hier hin. So, und dann können wir hier 1, warte mal, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir mal 6 Blöcke hoch. Und das hier wird ja so eine Art Wand. Ich muss das dann alles noch so ein bisschen umstrukturieren. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gut. Wann wachsen die Bäume da eigentlich mal? Würde mich freuen, wenn es ziemlich bald mal passieren würde. Oh, okay, es ist ein Rubber-Setzling, den will keiner. So. Und hier auch. Müssen wir gucken, dass es auf derselben Ebene ist. Also erstmal hier einen Koppel hinsetzen. Oder? Und dann von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Das hier soll noch alles aufgefüllt werden. Dann so eine Art Trampelpfad auf und rum. Dann würde das, glaube ich, passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Da drüben fehlt was. So. Pam. So. Müsste jetzt alles auf derselben Ebene sein. Ich packe das jetzt mal hier weg. Das lassen wir mal so. Und gucken, ob das jetzt alles stimmig ist. So, ist auf einer Ebene. Es mir fehlt jetzt einfach nur noch Dirt. Dann gucken wir, dass wir Dirt hin... Dirt, Dirt. Wow! Leute, ich habe 6 Dirt. Gebt euch das mal. Habe ich noch irgendwie... Ich habe noch 100 pro irgendwo was liegen. So, wow. Muss ich nachher bei meiner Quarry vorbeigucken. Die hat genug Dirt und ja, hier ist noch ein bisschen was. Auf jeden Fall sehr geil. Gut. Dann gucken wir, dass wir hier eben diese Art Kuppel hinbekommen. Und ja, hier wie gesagt so eine Art Trampelpfad. Muss ich noch gucken. Ich kann ja bestimmt das hier use chiseln. Gibt doch bestimmt hier diese Chisel-Möglichkeiten. Warte. Haben wir bestimmt gleich... Alter, wie viel... Ah ja, hier, guckt mal, solche Wege hier können wir dann damit chiseln, denke ich. Deswegen, ich baue das jetzt einfach mal so, den Dimensional Anchor, den können wir mal wegmachen erstmal. Und das hier auch. So, erstmal hier weg. So, und das hier soll jetzt alles erstmal Dirt noch werden. So, ich frage mich, ist das jetzt auf derselben Ebene? Ja, ist auf derselben Ebene, gut, passt. Das hier soll auch weg. Dann füllen wir das nämlich mit Erde auf. So. Dann könnte man sich vielleicht auch hier unten dann am See so eine Art Angelplatz hinmachen oder was weiß ich. Könnt ihr auch mal Ideen in die Kommentare dazu schreiben. So, zack. Ups. Okay, jetzt habe ich gerade Lags, aus welchem Grund auch immer. So, so, so. Und das hier muss auch alles weg. Das soll einfach dort hin. Dann können wir das nachher, also was heißt nachher, wir könnten das dann, wenn es soweit ist, eben in einen Weg machen, dass es hier irgendwo eine Tür gibt, dass man hier eben diese Baumform, fuck, ich sollte nicht vergessen, also die Baumform ist begrenzt bis, fuck, man, jetzt habe ich vergessen, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, machen wir das so. Hier ist die Baumform. Das müssen wir uns bemerken einfach. So. Einfach, dass wir die Umrisse haben. So, so und so. Also hier werden überall diese Dinger gesetzt in einem 7x7 Feld. Und ja. Gut, hoffen wir jetzt erstmal, dass so ein Baum mal anfängt zu wachsen. Zu wachsen meine ich natürlich. Und dann wäre das sehr, sehr geil. So, ich hätte das vielleicht am Anfang... wäre das die 1.9, könnte ich mit Rechtsklick mit der Schaufel machen. Dann hätte ich hier direkt so einen Weg. Aber ist okay. So, dann habe ich mir eben gedacht, diese... Warte mal, ich brauchte... Jetzt können wir einfach anfangen mit diesem Chisel. Chisel. Da brauche ich einmal das hier. Da brauche ich einmal einen Stick und Osmium-Ingot. Wirklich? Macht man das mit Osmium-Ingot? Ist mir zwar jetzt was komplett Neues, aber... Okay. Können wir machen. So, zack.
Und zack, wir haben einen Chisel und dann können wir hingehen und unseren Marble hier, passt auf, da reinmachen. Und so, ah ne, warte mal, wie war das nochmal? Wie geht das nochmal mit dem Chisel? Ach, warte mal, hä, wie chiselt man nochmal? Verdammt! Oh Mann, ist es nicht damit? Ich glaube, ich habe mir das Falsche gemacht. Ah, jetzt sage ich doch, ist mir was Neues. Ja, ein Stick und ein Eisen. Dankeschön. War jetzt komplett verwirrt, Leute. Nein, das da, so. Hä? Ist er? Was? Okay, man kann keinen Chisel craften. Obsidian Chisel. Leute, jetzt bin ich komplett verwirrt. Wie ich es liebe. Man kann keinen Chisel craften. Ist das halt echt so? Habe ich noch irgendwo Obsidian? Obsidian. Ich will, mach dann direkt mal einen Obsidian-Chisel. Ja. Ich hoffe, der geht. Ja, okay, der geht. Amen. Rechtsklick. Endlich! Okay, da geht das Crafting-Rezept eben nicht. So, wir wollen aus diesem... Nee, da machen wir den Boden mit. Was machen wir für die Wand, Leute? Ah, oh, das ist jetzt... Was können wir für die Wand machen wir an? Aber das hier als Boden unserer Unterkunft, das wäre schon geil. Und als Wand, oder wir machen das hier als Boden. Oh, nee, und nee, das, warte mal, wir machen das hier als Wand. Bin ich jetzt einfach dafür, dass wir das hier als Wand machen. So, und da bin ich, da möchte ich gerne hier einfach so eine Art Sockel haben, der 2 hoch ist und dann beginnt das Glas. Und dann müssen wir noch so gucken, dass wir so eine Art Bogen hinbekommen. So. Also ich will jetzt erstmal hier das Ganze machen. So, 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 so. Und zack, zack, zack. Also das, das hier 2 hoch auf jeden Fall. So. Und so. Dann bauen wir nämlich unsere, Baumfarm hier sozusagen ein. Und ich hoffe, die funktioniert dann auch weiter. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Bis dann und tschüss.